Hallo aus Preußen. Ich bin heute mal wieder unterwegs, hier in der Nähe von Prassen, um mir das ehemalige Gutshaus anzusehen und zu schauen, was dort noch davon übrig ist. Auf dem Weg dahin habe ich eine kleine Entdeckung gemacht, die mich sehr gefreut hat. Ich zeige sie euch mal. Hier gibt es einen Erinnerungsstein für A. Hornig, dem königlichen Regierungs- und Forstrat Herrn A. Hornig in dankbarer Anerkennung für seine 40-jährige erfolgreiche Pflege der prassischen Rentiere im Besitz vom Besitzer errichtet anno Domini 1906. Daneben ein Soldatendenkmal aus dem Ersten Weltkrieg, für die Gefallenen vom Ersten Weltkrieg. Man erkennt nicht mehr viel dran. Man erkennt hier oben noch das Eiserne Kreuz und so ein paar Daten noch dran. Man sieht aber, dass hier drauf eingeschossen wurde überall. Ist natürlich nichts sehr Schönes. Aber die Polen haben hier eine kleine Abbildung dran gemacht, wie das Denkmal mal aussah. Sehr toll. So, ich gehe mal weiter Richtung Richtung Gutshaus und schau mal, was davon noch übrig ist und werde euch natürlich wieder mitnehmen. So, hier beginnt das Gut Prassen. Wir werden mal schauen, was davon noch übrig ist. Ui. In dem Gut Prassen. Das wurde von den von Eulenburgs errichtet, die auch bis zum Schluss hier drin lebten. Und dazu gibt es eine schöne Legende, die auch Goethe in einer seiner Balladen abgedruckt hat, beziehungsweise mit aufgenommen hat. Die Legende erzähle ich euch dann. Gucken uns erstmal ein bisschen um. Auch wieder viel Schutt rum. Das Gut war bis 45 in Familienbesitz und als dann die Russen gekommen sind, haben sie sämtliches Mobiliar geklaut und danach, bis 46 sind sie geblieben und danach wurde es eine LPG. Und in den 70er Jahren ist die LPG ausgezogen und seitdem verfällt es leider. Ankommen ist gar nicht so leicht. Sich vorstellt. Stark, stark, stark.
vorsichtig sein. Habe ich mir da drüben getraut, rüber zu gehen. Sieht stabil aus. Sieht stabil aus. Ui, 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 die Treppe gehen wir runter. Richtig vorsichtig. Sehr stark. Gut. Da unten geht es auch bloß weiter. Haben wir vorhin waren. Oh, mir gefällt die Treppe. Gut, hier gibt es aber nichts mehr. So, welche eine Legende gibt es jetzt hier dazu? Also, die von Eulenburg hatten hier einen Saal, den sogenannten Lilliput-Saal, also Zwergenbezeichnung. Dieser Lilliput-Saal hatte seinen Namen daher, weil eines Tages kam mal ein Lilliputaner auf die Schlossherrin zu und bat sie, seine Hochzeit in diesem Raum veranstalten zu dürfen. Die Schlossherrin willigte ein, sagt, okay, könnt ihr machen. Und als dann die Hochzeit war und die Feier voll in Gange war, kam der Sohn der Herrin hier rein in diesen Saal, weil er nicht wusste, dass dort die Lilliputaner eine Hochzeit feiern, und störte somit die Hochzeit. Das fand der Lilliputaner nicht so toll. Am nächsten Tag hat er sich bei der Schlossherrin bedankt dafür, dass er die Hochzeit feiern durfte und ihr gleichzeitig einen Diamantring geschenkt. Da er aber gestört wurde, hat er beschlossen, dass nie mehr als 13 Personen der Familie von Eulenburg gleichzeitig leben dürfen. Ziemlich heftig. Und diese Ballade, diese Geschichte, die hat Goethe in seine Balladen aufgenommen. Nicht viel erhalten. Ja.
Sieht jetzt aber gefährlich aus. Geht auch noch eine Treppe runter. Vorsichtig laufen. Schade, dass man nicht mehr in den Turm reinkommt. Mist. Hinten hat man die Stallungen. Hier werden wir dann nochmal mit der Drohne drüber fliegen. Ne, da kommt man nicht hoch. Hier der Zugang, nur dort oben die kleine Tür ist Zugang. Schon. Hier. Hier bin ich ja rein. Und hier ist definitiv kein Zugang. Außen rumgehen. Man kann sich gut vorstellen, wie das früher hier drinnen mal aussah. Man so alte Herrenhäuser, Bilder hat hier und dann haben wir noch die Fliesen alles. Steinfliesen. Der Boden auch schon eingebrochen. Überall. Mal gucken, ob wir mit der Drohne da oben reinkommen.